Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Minecraft-Freunde, und willkommen bei der nächsten Folge Minecraft Let's Play mit dem Gamegespenst. Jawohl, wir wollten da drüber hingehen, da, zu der lustigen Insel. Dann gucken wir uns das mal an. Wir sind nämlich auf der Suche nach Schafe, dass wir uns ein Bett bauen können. Genau. So, und hier gibt es ein paar lustige Tintenfische, die können wir mal eben begrüßen. Hallo. Na? Was macht ihr denn hier für schöne Akrobatiken, hä? Oh, Blubberblasen machen. Ihr seid da hier, komm. Hallo, na? Ja, feini Kalamari, hä? Hui, jetzt muss ich aber nach oben, ansonsten ersaufe ich, hä? Ja, so, ihr müsst ja auch immer Luft schnappen. So. Gut, dann sind wir doch mal hier. Jetzt mal gucken, ob hier vielleicht durch Zufall ein Schaf gibt oder so. Da sehe ich auch noch mehr Zuckerrohr. Das kann ich mir gleich mal mitnehmen. Zumindest mal einmal so ein Stängel da, so ein bunten, ne? Ich meine, es wächst ja relativ schnell nach. Das ist ja dann, wenn man eine Karte craften will, eigentlich ganz gut. Ansonsten, ja, halt für die Herstellung von Zucker halt, ne? Aber... Und sieht ganz hübsch aus. Ein bisschen wie Bambus. Naja, war ja auch damals Bambus gewesen. Irgendwann hieß es ja dann... Ich weiß gar nicht, ich glaube ab der 1.7er-Version oder so... Hieß es ja dann auf einmal Zuckerrohr. So, gibt's hier ein Schaf für mich? Macht's hier irgendwo mäh? Jetzt mache ich erstmal das hier rein. Ja, das ist ja... Auch merkwürdig. Oh, oh, hoffentlich finden wir wieder zurück. Das ist immer so meine Sorge, die ich habe, dass wir nicht zurückfinden. Bei meinem Geschick. Oh, hier gibt es ein paar Rosen, die nehme ich mal mit. Und hier gibt es auch was zum Brotbacken. Sollte man sich auch mal mitnehmen. Dann kann man ja schon mal ein bisschen... Auch schon mal einen Acker bauen oder so. Haben wir. So, aber hier ist Schaf, sehe ich jetzt hier nicht. Also das ist ja... Ja, also irgendwie... Oh, was ist denn da hinten? Seht ihr das? Ich gehe mal mit Optifine mal ein bisschen ran. Das ist hier dieser Unterwassertempel mit diesen Wächtern. Da sehe ich auch schon den Prismarin. Cool. Ja, bis dahin müssen wir natürlich noch ein bisschen warten, bis wir uns dann mal so einen Tempel da vornehmen. Also... Das dauert halt nur eine Weile, weil da brauchst du definitiv eine ganz andere Ausrüstung auch. Und dann nehme ich mal, wenn wir schon kein Schaf finden, werde ich hier mal ein bisschen mitnehmen. Von den Samenkörnern. Und dann kann ich mir einen Acker machen. Und dann auch mal ein bisschen Brot halten, ne? Weil ich sehe schon, dass ich jetzt hier gleich richtig massiv Probleme bekomme. Mit der Hungerleiste. Gleich, ja, jetzt geht's auch gleich los. Da geht es schon los. So, das muss ich irgendwie gucken, wo ich... Na, da geht's auch los. Scheiße, Leute. Jetzt muss ich darüber. Da ist unser Haus. Muss ich mir ganz schnell mal das Steak dort reinkloppen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier gleich krepiere im Wasser. Oh, oh. Oh, oh. Da hat er zu lange gewartet. Der ist jetzt kurz am Verhungern. Oioioioioi. 55%. Eieiei. 50%. Eieiei. 45%. Eieiei. Ach du Scheiße, nee. Ich muss ja gleich in die Notaufnahme hier. Oh, wow, wow. Das war aber ein Ausschlag hier. Ach du liebes Bisschen. Zum Glück ist Kohle im Ofen und ich habe Steaks bei. Also das ist jetzt ganz so suboptimal. Da steht jetzt auch noch ein Enderman da oben rum. Den dürfen wir auf gar keinen Fall angucken. Wir dürfen jetzt auch keinen Creeper und nichts hier, weil ansonsten sind wir ganz schnell weg vom Fenster. Das heißt jetzt ganz vorsichtig hier reingehen. Den Enderman gar nicht weiter beachten. Reingehen. Türe zumachen. Hier sind wir in Sicherheit, Steak reinkloppen und ganz schnell mal die Steaks essen. So, die braten da. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal Zuckerrohr noch reinpacken. Das Leder kann ich hier reinpacken. Ja, Blümchen kann ich auch reinpacken schon mal. So, und dann müssen wir uns auch unbedingt mal drum kümmern, um den Acker. 17 Mal haben wir davon. Da kann ich mir mal eben mal so ein Ding hier mal bauen hier. Eine sogenannte Hoe. Allerdings fällt mir gerade auf, ich habe noch nicht mal einen Eimer, aber ich habe ein bisschen Eisen. Und
daraus könnte ich mir dann einmal craften, eigentlich theoretisch. So. Na prima. So, dann kann ich jetzt ja wenigstens mal was essen hier. Ah, fuck, das hat noch nicht mal gereicht. Na, das ist ja wirklich suboptimal hier. Shit, das ist ja blöd. Na, das ist ja blöd jetzt. Ach, Mensch. Ach, du liebes Bisschen. Jetzt ist es auch noch dunkel draußen. Ich könnte jetzt mit ein bisschen Glück noch ein paar Bäume fallen, dass ein Apfel runterfällt oder so. Aber das ist ja wirklich blöd. Weil mit einem halben Herz habe ich keine große Freude hier, Leute. Ach, Rajemine. Ich kann hoffen, dass dann so ein paar irgendwie, weiß ich nicht, so Zombies oder so, dass sie da was fallen lassen. Jetzt hängen wir hier im Prinzip blöd ab und ich kann jetzt hier gar nichts machen. Ich könnte jetzt in die Höhle runtergehen, da in unseren irgendwas Farm hier mal. Mit einem halben Herz ist das immer so eine Sache. Heieieiei, Leute. Ja, da muss ich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle einfach mal warten. Weil ich kann hier tatsächlich jetzt nichts machen. Weil was kann man hier noch essen? Ist hier irgendwas bei, was man essen kann? Zucker. Ja, aber Zucker kann ich nicht so einzeln roh essen. Das geht leider nicht. Da bräuchte ich dann halt noch was anderes. Ein Kürbis, glaube ich, ne? Nee, der Kürbis war Weizen und... Kürbis. Ja, das ist ja blöd hier. Ja, und wenn ich sterbe, sind die Sachen natürlich weg. Gut, also wir müssen uns auf jeden Fall einen Acker machen. Aber hier kommen wir tatsächlich nicht weit. Oder ich gehe jetzt auf Kamikaze und hole mir eine Spinne, aber dann würde ich auch sterben. Und dann müsste man den Weg hier wieder zurück, weil ich kein Bett habe. Das ist aber wirklich suboptimal jetzt hier. Scheiße. Also die einzige Rettung wäre jetzt eigentlich ein Apfel, der da vom Baum fallen könnte. Dann müsste ich jetzt gleich rausgehen, da ein paar Bäume fällen. Das könnte ich machen, sobald es hell draußen wird. Gut, Leute, dann warte ich jetzt hier einfach mal, bis es hell wird. Und dann schalte ich euch einfach wieder zu. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und ja, das ist ja wirklich Survival hier, oder? Was wir jetzt hier machen. Also es ist jetzt hell geworden und die Problematik ist, wie gesagt, dass wir nur noch ein halbes Herz haben, aber wir haben bisher was gegessen. Das heißt also, es könnte durchaus möglich sein, dass wir jetzt hier gleich sterben. Die einzige Rettung, die wir jetzt noch haben, ist im Prinzip Fleisch zu finden. Und da ist ein Skelett auch schon. Aufpassen, also der braucht einen Pfeil und dann bin ich hier weg vom Fenster. Das heißt, wir müssen versuchen, jetzt hier irgendwie von diesem Baum einen Apfel zu bekommen. Das heißt, wir werden jetzt auf Teufel komm raus hier auch die Axt hier meinetwegen kaputt machen. Ich klopfe hier einfach mal rein und einen Apfel verspeisen. Das wäre wirklich gemein jetzt, wenn wir sterben würden. Das wäre ein bisschen blöd. Manchmal hat man halt Glück. Oh, der zielt auf mich. Nein, nicht schießen. Fällt ein Apfel? Ich will doch nur einen Apfel. Na, ist ein Apfel runtergefallen?
Hm. Also wenn man einen Apfel braucht, kommt keiner. Schnell mal. Oh, oh. Zombie-Alarm. So, hier ist auch noch ein Baum. Leute, soll ich das Risiko einfach mal eingehen und darüber wieder gehen? Ich gehe jetzt das Risiko mal ein und gehe da mal rüber. Da gab es ja zumindest ein paar Kühe. Und dann muss ich einfach mal gucken, ob ich mir einfach noch mal eben eine Kuh hole oder so, die ich dann mal eben braten tue. Dann ist das Problem gelöst. Hm. Und da gibt es ja auch noch genug Bäume, die ich mitnehmen kann. Vielleicht fällt ja da ein Apfel runter. Mann, Mann, Mann. Das ist hier Survival, Leute, ja? Bis zum Punkt Survival. Ist jetzt blöd, dass ich mir da so eine Kuh jetzt da extra holen muss, weil ich wollte die eigentlich, ja, vermehren. Aber nun gut, was nicht ist, ist nicht. Muss man vorsichtig sein, da reicht wirklich einmal Stolpern aus. Und dann ist man weg vom Fenster. So, dann nehme ich mir jetzt einen Apfel oder nehme ich mir... Ich versuche mal erstmal mit den Bäumen die Geschichte zu machen, mit dem Apfel. Mein Holz brauchen wir eh noch. Also fälle ich jetzt einfach mal hier die ganzen Bäume. Und wenn ich Glück habe, wie gesagt, fällt da hier ein bisschen ein Apfel ab für mich. Dann nutzen wir das sozusagen gleich hier. Dann nehmen wir einfach mal diese Insel hier auseinander. Manchmal hat man ja Glück und die droppen. Außer Setzlinge halt auch Äpfel. Ist jetzt die einzige sinnvolle Idee. Ich könnte mir natürlich auch die Kuh schnappen. Nur dann ist die Kuh natürlich weg, so wie jetzt zum Beispiel die Dings weg ist, was auch blöd ist. Hm. Moment. Dann müssen wir mal eben... Tch, das ist ja lustig hier. So, das ist ja lustig hier, was wir hier machen. Aber bin ich bescheuert? Ich habe doch eine Werkbank, Mensch. Jetzt wollte ich mir gerade schon wieder eine Werkbank craften. Da haben wir doch eine. Das ist doch extra unsere Survival-Werkbank hier. So. Und dann mache ich mir nämlich erstmal schnell mal ein paar neue Äxte fertig. So, da mache ich mir gleich mal zwei. Wer weiß, wie lange das dauert, bis wir hier einen Apfel abkriegen. So. Perfekt. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob das funktioniert hier. Irgendwann hier. So, Apfel kommen hier. Das habe ich ja auch noch nie erlebt, so in der Form. Dass man hier wirklich hier um Äpfel kämpfen muss. Um nicht mit einem halben Herz hier rumzueiern. Das ist das Problem, ja. Da machen wir eine schöne Schneise hier rein hier auf der Insel. Der hat auch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. So, da wird es erstmal ordentlich Setzlinge aufgeben, schätze ich. Aber die werden wir auch natürlich mitnehmen, ist ja logisch. Weil, die brauchen wir ja. So, alles abholzen hier. Alles mitnehmen. Zack. So, auch noch ein Baum. Stumpf. Und ja, wo war noch einer hier? Kann ich hier weitermachen? Vielleicht wäre jetzt ein Creeper und dann sind wir weg vom Fenster. Dann sind wir weg vom Fenster. So, und liegt da irgendwo ein Apfel? Da ist ein Setzling. Setzlinge. Setzlinge. Kein Apfel.
gibt's doch wohl nicht. Das gibt es doch wohl nicht hier. Naja, ich gebe noch nicht auf, Leute. Ich gebe noch nicht auf. Solange wie wir leben, leben wir. Hier liegt aber auch nirgendwo Gammelfleisch rum. Ich bräuchte nur einen Happen hier. Der würde völlig ausreichend sein. Weil dann ist es für euch wahrscheinlich total langweilig oder ihr seid total gespannt und gefesselt und nach dem Motto, na, gelingt denen das noch, einen Apfel zu kriegen. Oh Gott, da kommt irgendeiner. Da ist ein Apfel. Nee. Hab da gerade einen Zombie gehört. Wenn ich wüsste, wo der ist. Der läuft. Hängt hier auf dem Baum rum, oder was? Hm. Hier ist erstmal... Der würde ja verbrennen hier, hoffe ich doch mal. So, da ist erstmal... Wieder Setzlinge. Oh Gott, ich verstopfe mir hier das ganze Inventar voll mit Holz hier. Und wir haben immer noch keinen Schaf, Mensch. Ach Gott, das fängt da hier wirklich an, richtig böse zu werden. Mit einem halben Herz hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Muss doch irgendein Baum, muss doch hier mal einen Apfel fallen lassen. So viele Bäume hier. Oh, wo bleibt die Rettung? Mann, das ist ja spannend hier. Hier, hier. Setzlinge. Setzlinge. War vielleicht Zombies? Mann, 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 was ist denn da los hier? Wie bekloppt, da mache ich hier alle Bäume abhacken. Also Holzproblem haben wir da nicht mehr. Mache ich hier was falsch hier, oder wie? Das gibt's doch gar nicht. Da muss doch wirklich mal ein Apfel langsam mal hier runterkommen hier. Ich will die Kuh nicht töten, weil die kann mir noch nützlich sein. Da muss man wirklich vorsichtig sein, solange sie hell ist. Die Kuh wäre natürlich jetzt kein Problem. Nur gerade auf so einer Insel ist es sehr schwierig, an Tiere ranzukommen. Und deswegen will ich die Kuh sehr gerne am Leben lassen, um die später zu vermehren. Weil ich doch weiß, dass es doch irgendwie einen Apfel geben muss. Das kann doch nicht sein. Ich holze hier die ganze Insel ab. Ich kriege schon meinen Apfel. Nicht wahr sein hier. Jetzt ist schon wieder dunkel hier. So. Ha! Die Rettung! Der Apfel! So, jetzt aber los. Oh, der hat gereicht. Prima. So, dann nehme ich jetzt meine Werkbank mit. Und dann hat sich das Problem gelöst. Das nehme ich jetzt natürlich auch noch mit. So. Das hier da noch mitnehmen. Okay. Also, es hat dann nochmal funktioniert. Die Herzensleiste regeneriert sich jetzt, das wollte ich machen. Die Kuh, die lebt, das ist alles in Ordnung. Wir haben zwar jetzt mal wieder einen Tag verschwendet im Prinzip, aber nun gut. Aber dafür haben wir jede Menge Holz. So, jetzt muss ich nur gucken, wo meine lustige Insel ist. Das verwechsel ich ja auch immer zu gerne. Wo war die denn jetzt? Wo ist mein Häuschen? Huh, was ist denn passiert? Wo ist mein Häuschen? Hallo? Na, sag mal.
Wo ist mein Häuschen hin? Theoretisch können wir auch jetzt hier auf der Insel bleiben. Und uns ein bisschen mit... Nice. Da sehe ich doch was. Zack. Na, da kommen die Äpfel. Prima. Mal zum Frühstück auch schon mal einen Apfel. Ja, nice. Wie viel? Eine. Okay. So. Ein bisschen rumfighten hier noch. Vielleicht gelingt mir das noch, eine Spinne hier irgendwie an Land zu ziehen. Dass ich zwei... Dann kann man nämlich angeln gehen. Dann ist das Essensproblem wenigstens nicht ganz so beschissen. Oh, da ist noch ein Apfel. Cool. Ja, das lohnt sich ja tatsächlich hier zu bleiben. Okay, mit dem Typen lege ich mich nicht an. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen hier nach oben. Ich höre irgendwie noch eine Spinne zwischen. Da kommt Mr. Zombie. Was hat der? Gar nicht gut. Ich muss hier mal eben weg. Oh ja, ich muss hier ganz dringend mal weg, weil ich werde hier gerade attackiert. Oh Gott. Egal wohin, aber auf jeden Fall erstmal woanders hin. Und ins Wasser. So. Da hinten ist mein Haus. Cool. Ja, das hat sich jetzt sehr, sehr gelohnt. Die Herzensleiste ist schon wieder unten. Aber ist egal. Ich habe jetzt erstmal Spinnfäden, jede Menge Holz und ich habe eben noch die Äpfel. Die werde ich mir gleich nochmal reinschustern, hier reinknallen. Sobald wir da oben drin sind, in Sicherheit. Ah, das hat ja einigermaßen geklappt, Leute. Und wenn wir da drüben an einem anderen Ufer sind, dann werde ich die Aufnahme erstmal beenden, denn dann geht es mit der nächsten Folge spannend weiter. Mal sehen, was dann passiert. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mal gucken, ob uns das gelingt, ein paar Schafe an Land zu ziehen. Jetzt haben wir zumindest erstmal voll viel Holz im Gepäck drin. Jetzt müssen wir so natürlich noch sicher da an unsere Heimat da oben reinbringen, in unsere Kiste. Und dann haben wir erstmal schon mal einen Holzvorrat ein bisschen. Damit kann man auch schon mal ein bisschen was, ja, machen. Mal gucken, wie es dann jetzt gleich weitergehen wird. Wow, das war aber aufregend gewesen hier. Mann. Und Enderman hat uns da was geklaut, sehe ich gerade. Das Haus, das schwebt ja da. Das sieht ja ganz merkwürdig aus. Ach, du liebes bisschen. So. Na, immerhin. Haben wir ja schon mal ein bisschen was erreicht. So, schnell rein in die gute Stube. So. Zack. Türe zu. Und in Sicherheit sind wir. Ja, Leute. Dann bis morgen. Ciao, euer Game-Gespenst.